zumindest versucht, damit herauszufinden. Erstmal möchte ich heute ein bisschen was zur Motivation dazu erzählen, warum man sich überhaupt mit GSM beschäftigt. Ein paar wichtige Open Source GSM Projekte vorstellen. Ein bisschen Background dazu, wie man wie OsmoCon.db, also wie die Telefonseite mit dem GSM-Stack zu steuern, wie das also sich entwickelt hat, und dann auf OsmoCon.db im Detail eingehen. Erstmal zur Motivation. Also speziell GSM 3G ist allgemein im Vergleich zu TCP/IP weder untersucht noch irgendwie besser erforscht, noch gibt es irgendwelche großartigen Open Source Implementierungen, obwohl es GSM zumindest hier in Deutschland schon ziemlich lange gibt. Hauptgrund dafür ist eigentlich die ziemlich geschlossene GSM-Industrie. Es gibt ein paar große Hersteller von Equipment, also Netzwerk-Equipment, das ist Sony Ericsson, Siemens Nokia im Moment, Huawei, ein chinesischer Hersteller, der mittlerweile ziemlich auf dem Markt drängt. Aber das ist jetzt Netzwerk-Equipment, an diese Dinge kommt man als Otto-Normalverbraucher sowieso so gut wie überhaupt nicht dran. Dokumentation dazu natürlich auch keine, Preise ziemlich horrend. Auf der Handset-Seite ist es ähnlich. Es gibt ein paar Hersteller, die Baseband-Chips für GSM oder 3G herstellen. Das wären zum Beispiel einer von den großen, ist Qualcomm, Infineon stellt Chips her, Texas Instruments hat Chips hergestellt, verkauft die immer noch, stellt aber keine neueren mehr her. Im chinesischen Bereich ist es MediaTek, Broadcom, glaube ich, stellt auch noch Chips her. Aber auch in diesem Bereich ist es so, Dokumentation zu diesen Chips ist in der Regel nicht verfügbar. Also es gibt, man kann als Hersteller von Handys, bekommt man unter Umständen Dokumentation, aber auch keine komplette. Wenn ich ein Hersteller bin, vielleicht Größenordnung oder jetzt ein, sagen wir, ein Operator, der jetzt eine ziemliche Menge spezielle Telefone einkaufen will, dann bekommt er unter Umständen Teile der Dokumentation dieses Chipsets. Er wird aber nicht mal den Source Code, den kompletten Source Code für dieses Telefon bekommen. Das ist üblicherweise so, wenn ich als Telefonhersteller ein Telefon anpassen will, dann bekomme ich für die Benutzeroberfläche den Source Code, der Rest wird binary only geliefert. Das ist üblich in diesem Bereich. Es gibt ein paar GSM-Stack-Hersteller, üblicherweise, was wir so bisher wissen, sind es knapp 4 bis 5 Stück, die eigentlich diesen GSM-Stack entwickeln. Also das sind die Hersteller, die diesen GSM-Stack entwickelt haben. Der wird dann von verschiedenen Herstellern aufgekauft, binary only weiterverteilt, und das ist dann auch das, was so beim Endkunden ankommt. Speziell, wenn es um Sicherheitsuntersuchungen geht, auch bei GSM, ist das natürlich eine Sache, die ganz klar zeigt, da gibt es einiges an Dingen, die man noch erforschen kann, weil bisher in diese Richtung auch nie was gemacht worden ist. Diese geschlossene GSM-Industrie geht auch üblicherweise davon aus, ich habe eine Spezifikation, jeder hält sich daran, es wird durch ziemlich umfangreiche Tests sowohl auf der Netzseite als auch auf der Telefonseite geprüft. Wenn ich also weiß, okay, ich halte hier die Spezifikation, dann passt das. Was anderes wird das Netz sowieso nicht kommen, es wird mir niemand irgendwelche bösartigen Nachrichten oder Messages schicken, weil es ist ja alles unter einem Dach. Wir haben mehr oder weniger die Kontrolle über die ganze Sache, es wird schon nichts passieren. Dem ist aber nicht so. Also speziell in den letzten 2 Jahren hat sich das glücklicherweise durch einige Open-Source-Projekte geändert. Hardware-seitig hat sich auch einiges geändert. Es wird mittlerweile ziemlich Equipment so aus der GSM-Zeit, speziell Base Stations, die kein GPRS, also überhaupt keinen Datenverkehr haben, die werden ausgemustert, in größeren Mengen ausgemustert, und die tauchen dann auch immer wieder mal auf eBay auf. Da kann man also durchaus Equipment zu günstigen Preisen kaufen. An Projekten, da gehe ich nachher noch im Detail drauf ein, angefangen hat es mit OpenBTS irgendwann mal 2007, dann kam OpenBSC etwas danach. AirProbe gibt es auch eine ganze Weile und seit Anfang dieses Jahres OsmoCon.db. Grundsätzlich, Spezifikation ist bei GSM nicht das Problem. Die gibt es, die ist frei verfügbar, die kann man sich runterladen, sie ist allerdings sehr umfangreich. Also man hat in der Gesamtsumme mit ca. 2000 Dokumenten zu tun, wobei das gesamte Netz alle Aspekte abdeckt, einschließlich die Seite im Core-Netzwerk der Operator. Wenn man dann also sich auf jetzt meinetwegen die Telefonseite irgendwo beschränkt, dann bleiben, sagen wir mal so, ja, 10, 20 Dokumente übrig, die aber auch teilweise mehrere hundert Seiten haben. Grundsätzlich ist es so, in diesem Bereich mit TCP-IP-Wissen kommt man da relativ wenig weit. Das ist also auch die gesamte Struktur, wie jetzt GSM auf der Luftschnittstelle Nachrichten austauscht, hat relativ wenig mit TCP-IP zu tun. Also wenn man jetzt sich da sehr gut auskennt,
ESM anschaut, man wird feststellen, man kann wenig davon gebrauchen. Also man muss im Prinzip wirklich sich da mal durchbeißen. Das Tolle an der Spezifikation, tolle Anführungszeichen, ist auch, es sind ständig Cross-Referenzen da, von Doku da nach Doku dort, aber es sind keine Links dort. Das sind zwar PDF-Dokumente, aber die sind nicht verlinkt. Das heißt, ich muss dann also selber mich wirklich manuell durchsuchen. Teilweise ist es nicht mal auf den Verweisen innerhalb eines Dokuments möglich, mit dem Link dorthin zu kommen. Grund dafür ist, die Doku wurde teilweise ja, schon vor 1992 angefangen und dort beschrieben. Das waren damals Word-Dokumente, die wurden teilweise nur in PDF-Dokumente umgewandelt, aber es kam überhaupt keine Verlinkung dazu. Also es ist ziemlich nervig, sich da irgendwo durchzuarbeiten, vor allem wenn man anfängt. Weil man sieht eben, Verweis dorthin, irgendeine Abkürzung, die wird irgendwo erklärt. Also am Anfang kann es frustrierend sein, aber so würde man sagen, wenn man sich da mal eine Woche lang durchgebissen hat, kriegt man langsam den Überblick, worauf man achten muss. Das ist nur ein kurzer Überblick, weil ich ein paar Begriffe benutze, die auch diese Projekte verwenden. Das GSM-Netzwerk ist vereinfacht in dem Sinne, ist es, weil die GPS-Seite, also Datentraffic, ist weggelassen. MS ist die Abkürzung, überall auch in der Spezifikation Mobile Station fürs Telefon. Die Luftschnittstelle wird als UM-Interface bezeichnet. Es wird relativ gerne mit solchen Abkürzungen hantiert, wo eigentlich nicht klar ist, woher sie kommen. Wahrscheinlich einfach eine Reihenfolge. Man hat irgendwann mal mit A angefangen, hat eine A-Schnittstelle eingeführt. Es gibt auch eine B-Schnittstelle, C natürlich, logischerweise. Aber da ist kein Bezug dazu, zu irgendeinem Namen dahinter. Also die Schnittstellen heißen einfach so A bis. Das bis kommt daher, eine Erweiterung der A-Schnittstelle bis fürs zweite. Also so entstehen diese Dinge. Die Komponenten, mit denen man es jetzt speziell bei diesen Open-Source-Projekten irgendwo zu tun hat, sind eher im linken Bereich zu sehen, also das, was man sozusagen selber kontrolliert. Das Telefon eben, BTS, Base Transceiver Station, das ist im Prinzip die Antennen, die man sieht und meistens die Einheiten, die dann irgendwo unten unterhalb der Antenne oder irgendwo in den Gebäuden untergebracht sind. Kontrolliert werden diese BTSen, diese Base Transceiver Stations von dem Base Station Controller. Das ist im Prinzip eine Software, die irgendwo auf einem Server läuft. Der ist dann verbunden mit dem Mobile Switching Center. MSC, das ist der eigentliche Switch, in dem dann die Daten oder Voice Calls, SMSen entweder ins Festnetz oder innerhalb des Netzes geroutet werden. Dahinter gibt es dann auch noch diverse Datenbanken, speziell Datenbanken, in denen die Informationen über die SIMs, Security Keys und dem Authentication Center abgelegt sind, aber nur mal so, dass man grob den Überblick hat. Okay, eines der ersten Projekte, das im ESM-Bereich Open Source herausgekommen ist, war OpenBTS. Bei OpenBTS geht es darum, die BTS, also die Hardware-Seite, die Base Transceiver Station, nachzubauen. Und zwar wurde da der USB verwendet oder wird verwendet. Ich weiß nicht, ob der USB bekannt ist, das ist dieser relativ universelle Hardware. Im Prinzip besteht die aus einem FPGA-Board, das ist eine Anbindung entweder über Ethernet oder USB, je nach Ausführung des USBs, an den PC hat. Der FPGA hat sehr schnelle digital-analog-Wandler angebunden. Also das heißt, ich habe im Prinzip eine vereinfacht ausgedrückt extrem breitbandige Soundkarte, etwas deutlich teurer als eine Soundkarte, an die ich dahinter, mit der ich dann Signale aufnehmen kann. Die Signale selber werden durch sogenannte RF-Lotterboards, die in diesen USB gesteckt werden, mehr oder weniger festgelegt. An Signalen kann ich im Prinzip das gesamte RF-Spektrum, Gleichspannung bis hoch zu mehreren Gigahertz, sowohl empfangen als auch senden. Je nachdem, was ich an ein Lotterboard reinstecke, eben bestimme ich sozusagen den Ausschnitt aus diesem breitbandigen Spektrum, das ich mir gerade anschauen will. Wie gesagt, diese USAP ist jetzt nicht Zielsetzung gewesen, dass man jetzt irgendwie GSM oder irgendwas macht, sondern es sollte möglichst universell sein. Es gibt also Leute, die es im RFID-Bereich einsetzen, es werden teilweise Radioastronomie, werden Dinge gemacht, also es ist ein ziemlich universelles Gerät. Die Software zu dem USAP ist GNU Radio, das ist mehr oder weniger die Software dahinter. GNU Radio ist allerdings auch so, dass man es im Prinzip mit einer Soundkarte nur benutzen kann, wenn man einfach nur im Audiobereich zum Beispiel Dinge machen will. Also nur Radio ist da relativ flexibel an der Stelle.
Bei OpenBTS wird eben dieser USAP dazu verwendet, dass man so eine Base Transceiver Station nachbaut. Ich kann dann im Prinzip eine Software, die auf dem PC läuft, mit dieser Hardware mir ein GSM-Netzwerk, eine Einfachzelle aufsetzen und zum Laufen bringen. OpenBTS geht dann direkt über Voice-over-IP in, ja, wo immer auch man die Verbindung herstellen will. Das heißt, ich habe einen PC, ich habe den USAP daneben, ich habe eine Zelle, in der ich dann maximal 7 Voice Calls gleichzeitig führen kann, SMS verschicken kann und kann das Ganze über Voice-over-IP an entweder andere Systeme anbinden oder über Asterisk mit was auch immer verbinden. OpenBTS ist mittlerweile auch ein kommerzielles, gibt es auch ein kommerzielles Produkt, also die Firma bzw. die Leute, die OpenBTS entwickelt haben, die haben jetzt eine Firma, die im Prinzip in Ländern, in denen die GSM-Abdeckung relativ schmal ist, beziehungsweise in diesen Ländern haben die Operator normalerweise auch kein großes Interesse, irgendwas hinzustellen. Dort versuchen die mit günstiger Hardware Netzwerkabdeckung anzubieten. Afrika ist eins von den Zielländern, eine recht interessante Installation, das war sozusagen die Referenz. Das ist irgendeine kleine Insel vor Neuseeland, paar hundert oder sind es ein paar tausend, ich glaube es sind ein paar tausend Einwohner, dort wurde auf einem ziemlich großen Masten, der dort steht, wurde OpenBTS installiert. Die hatten nämlich bisher kein GSM, die sind relativ nahe bei Neuseeland, das heißt jeder hat im Prinzip ein Handy, weil wenn er auf dem Festland ist, telefoniert und nur wenn er wieder zurück ist, hat er keinen Empfang mehr. Und dort wurde im Prinzip so ein OpenBTS-System installiert, lizenztechnisch war es kein Problem, diese Insel selber ist noch irgendwie unter dem englischen Königreich, das heißt da gibt es irgendeinen Gouverneur, der auch gleichzeitig die Frequenzen vergibt, das heißt man bestimmt einfach, das Spektrum darf benutzt werden und damit war es das. Und diese Sache da, die scheint auch recht gut zu laufen. Ein anderes Projekt ist OpenBSC. Bei OpenBSC geht es um die Implementierung der Software-Seite, also weniger um die Hardware. Im Prinzip, obwohl es OpenBSC heißt, Base Station Controller, kann man OpenBSC mehr oder weniger in so eine Art GSM-Netzwerk in der Box benutzen, bei dem man auch ein MSC und ein Home Location Register implementiert ist, in dem dann sozusagen die ganzen Daten der jeweiligen Leute, die eingebucht sind, verwaltet wird. An BTS unterstützt OpenBSC die Siemens BS11 Micro BTS. Das ist ein Gerät, eins dieser Geräte, das vor einigen Jahren sehr günstig und in einer gewissen Stückzahl auf eBay zu erhalten war. Deswegen kam man auch auf diese BS11. Dieses Gerät ist GSM 900, kann maximal 2 Watt, kann aber auch bis auf 30 Milliwatt reduziert werden. Das ist ein großer Vorteil, wenn man einfach mal testen will mit 30 Milliwatt, wenn man da in einem geschlossenen Gebäude irgendwo innerhalb ist mit dicken Wänden, bleibt man eigentlich dort und kriegt also keine Probleme im Prinzip, dass man irgendwie jemanden stört oder andere Telefone dieses Netzwerk sehen. Das Gerät selber ist knapp 11 Jahre alt, wie gesagt günstig auf eBay war das zu bekommen. Obwohl es ein Micro-BTS heißt, war das eine ziemlich schwere Kiste, die also zwischen 30 und 40 Kilo wiegt, je nachdem wie sie konfiguriert ist. Konfiguration, da gab es zwei Varianten, eine mit mehr oder weniger zwei Sendern und eine mit einem, das war dann die leichte Version. Kleiner Nachteil bei der Sache ist noch, die Anbindung, das ist klassisch für eigentlich alles, was in der Telefonie vor einigen Jahren so stattgefunden hat, die Anbindung erfolgt über E1, das ist also ISDN-Primärmultiplexer. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Karte im PC, um die Verbindung herzustellen. Diese Karten, ja, die kriegt man, glaube ich, für 250 Euro aufwärts, aber es ist keine Standard normal ISDN-Karte, die man da verwenden kann. Eine weitere BTS, die OpenBSC unterstützt, ist die Nano-BTS von IP Access. Das ist ein ganz aktuelles Gerät, die wird im Prinzip gedacht ist für ja, Abdeckungen in Gebäuden oder an Plätzen, wo einfach kein Empfang möglich ist, aber sie ist nicht für größere Reichweiten gedacht. Das sieht man auch schon, diesen 200 Milliwatt, die diese Nano-BTS maximal hat. Der Vorteil ist, sie ist sehr klein. Sie kann auch GPRS Edge und sie kann ABIS over IP. Das heißt, ich brauche im Prinzip keine E1-Karte, ich stecke die einfach an ein Ethernet-Kabel. Gleichzeitig, sie machen auch Strom, also Power over Ethernet. Und ein recht interessantes System. Nachteil bei der ganzen Sache ist, selbst wenn man die kleinen Stückzahlen, also wenn man sie überhaupt bekommt, die haben normalerweise kein Interesse, irgendwie ein oder zwei von diesen Geräten zu verkaufen, die liegt bei 3.000 Euro plus Steuer, also relativ teuer. Problem ganz einfach, es gibt keine Konkurrenz im Moment.
Es gibt zwar jetzt eine Firma, die in England ebenfalls kleine GSM-Zellen anbietet, die sind aber jetzt langsam erst auf den Markt zu kommen. Da wird sich zeigen, wie gut diese Hardware ist. Wenn die allerdings rauskommen, ist es anzunehmen, dass sich die Preise auch wieder irgendwo einpegeln. Wenn ein großer Anbieter, wenn jetzt irgendwie die Telekom da hingeht und sagt, sie braucht irgendwie 1000 Stück von den Dingen, die Telekom setzt die speziell in den Staaten ein, um Kaufhäuser zu decken, dann kriegen die andere Preise. Dann hört man davon, dass die irgendwo auf 1500 Euro runtergehen. Aber ich sage für jemanden jetzt aus der Community, diese Stückzahlen kriegt man einfach nicht zusammen, dafür ist sie zu teuer. Vom Einsatz her, OpenBSC wird zum einen ein paar experimentellen Netzen schon eingesetzt, also speziell auf 26C3, dem Kongress in Berlin letztes Jahr, da war die im Einsatz mit 5 Nanobits. OpenBSC ist auch produktiv im Einsatz. Es gibt einen kleinen Mobilfunkbetreiber, der speziell GSM-Coverage auf Schiffen und auf Fähren anbietet, und dort wurde OpenBSC eingesetzt. Der wollte speziell OpenBSC, die haben dort es gibt auch eine BSC-Implementierung von IP-Access, also die gibt es auch, allerdings hat die bestimmte Probleme, die erwartet einfach eine schnelle Internetverbindung. Auf so einem Schiff oder auf einer Fähre hat man normalerweise einen Satellitenlink bestenfalls, und die haben scheinbar gewisse Latenzzeiten, wenn die anfänglich den Link aufbauen. Und damit ist wohl die kommerzielle Variante nicht klargekommen. Support bei IP-Access hat bei diesen Stückzahlen kein großes Interesse gehabt, irgendwas zu machen, und dann ist man auf OpenBSC umgeschwenkt. Also wie gesagt, da wird es wirklich meines Wissens irgendwo 40, 50 Schiffe und Fähren setzen dieses System produktiv ein. Und es ist aber nach wie vor komplett Open Source, also auch das, was teilweise von dem Betreiber dieses kommerziellen Netzwerkes dem Geld in Auftrag gegeben wird, landet wieder in der Open Source Variante. Also die sind auf dem gleichen Stand, da gibt es keine Unterschiede. Hier ist mal so ein Bild, links ist die NanoBTS, rechts die BS11, also dass man es mit dem Meterstab erkennen kann, das sind so ungefähr 40 cm Seitenlänge von der BS11. Das schaut jetzt zwar hier leicht aus, aber das Gehäuse ist komplett massiv aus Metall. Das ist eine Metallabschirmung. Ich würde mal sagen, dieses Druckgussgehäuse hat irgendwo so einen halben Zentimeter Stärke vom Material, die ist für Outdoor-Einsatz gedacht. Also die ist wirklich schwer, auch wenn es hier so harmlos ausschaut. Dann gibt es noch das AirProbe-Projekt. Bei AirProbe geht es um das passive Abhören der GSM-Luftschnittstelle. Das wird auch wieder auf dem USFP und Blue Radio. Interessant daran ist, AirProbe verwendet direkt für die Protokollanalyse Wireshark. Eine Sache bei Wireshark ist, er kann eigentlich die wichtigsten GSM- und 3G-Protokolle bereits. Er braucht lediglich halt irgendwo eine Quelle, wo er diese Daten bekommt. Aber die Sectors, die sind alle drinnen. Also auch wenn man es Wireshark eigentlich nur von der IP kennt, ist es wirklich sehr viel bereits drinnen. Und auch die anderen Projekte, OpenBSC und OpenBTS, haben alle eine Schnittstelle, wo die im Prinzip ihre Daten an Wireshark schicken können. Das heißt, ich habe immer ein einheitliches Analysetool, um mich auch mit GSM-Debugging oder Tracing zu beschäftigen. AirProbe wird auch für das Projekt, wo es um das Brechen der H5.1-Verschlüsselung geht, verwendet. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ist ja auch schon eine Weile am Laufen, dass im Prinzip bekannt ist, dass H5.1 nicht mehr sicher ist, schon seit Jahren. Praktisch demonstriert wird es seit, würde ich sagen, dem letzten Kongress in Berlin. Dieses Jahr gab es auch schon mehrere Vorführungen diesbezüglich, also es ist halt nur noch die GSM-Industrie, die irgendwo noch nicht zieht oder irgendwie bessere Verschlüsselungen einführt. Also das Ziel dieses Projektes, das man immer wieder demonstriert, A5.1 ist unsicher, ist einfach irgendwo mal Druck auf die Hersteller auszuüben, dass die mal bessere Verschlüsselung einführen. Da wären sie im Prinzip. Es gibt A5.3, der ist schon lange spezifiziert, aber sowohl auf Telefonseite als auch auf Equipmentseite seltenst implementiert, weil es Geld kostet und erstmal nichts bringt. Erst wenn wahrscheinlich genügend Druck da ist, wird dort in der GSM-Industrie mal irgendwo eine Reaktion kommen. Okay, jetzt diese drei Projekte, man hat eine Netzseite, man hat Hardware für die GTS, man hat eine Möglichkeit passiv abzuhören. Was noch gefehlt hat, war die Telefonseite. Die Überlegung, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, war auch, wie geht man da jetzt ran? Also ein Ansatz natürlich, man baut sich irgendwas Günstiges auf, ähnlich wie beim USAP. Man nimmt ein FPGA, um die schnellen Datenströme aus den analog-digital-Wandlern zu verarbeiten und so weiter, und setzt DSPs ein.
Dieser Ansatz hätte den Vorteil, man kommt recht gut ohne Reverse Engineering aus. Man hat es mit Standardkomponenten zu tun, für die gibt es Datenblätter. Allerdings, wir haben es ja heute auch schon gehört, Hardware Design, speziell bei solchen Komponenten, das sind alles sehr viele Beine, alles sehr klein, es wird ziemlich teuer. Bei dem ganzen Projekt hat man es auch mit sehr, sehr kleinen Stückzahlen zu tun, weil man wird wahrscheinlich am Anfang noch weniger Leute finden, wie jetzt es vielleicht bei der Open Pandora der Fall war, die überhaupt bei sowas Interesse hätten und da im Voraus irgendwas finanzieren würden. Also das heißt, man sitzt da auf den Kosten, bleibt man irgendwo sitzen und müsste sowas selber entwickeln. Der andere Ansatz wäre, dass man versucht mit vorhandenen Baseband-Chipsets, also diese Hardware, die von Qualcomm und Infineon und anderen Herstellern verkauft wird, etwas zu bauen. Die Hardware kann man kaufen, das ist wie gesagt nicht das Problem. Die Doku ist ein anderes Problem. Dann müsste man also relativ viel Reverse Engineering betreiben oder eben versuchen, dass man die liebte Doku zu diesen Baseband-Chips findet. Vorteil ist, man muss nicht so weit in die Hardware-Seite, also das sogenannte, wir haben es Layer 0 bezeichnet, also reine Hardware-Entwicklung betreiben, weil einfach diese Baseband-Chipsets, normalerweise bestehen die aus drei Chips, es gibt irgendwo Standard-Design, wie die zu verschalten sind, da könnte man sich dran orientieren, das wäre nicht so das Problem, aber man ist ja nach wie vor eigene Hardware-Entwicklung, Hardware-Design, Prototypen, die ganzen Probleme, die dabei entstehen. Deswegen war das auch nicht der ideale Ansatz. Die Idee, die wir dann verwendet haben, war, dass man versucht, mit vorhandenen Telefonen etwas anzufangen. Die Deutschen nehmen die Hardware von einem Telefon, das irgendwo zu kaufen ist, und bringen eine eigene Software drauf. Vorteil bei dem Ansatz ist, ich weiß, dass die Hardware bereits funktioniert. Eben dieses gesamte Ding, Prototyping, Hardware-Revision, fällt alles weg. Reverse Engineering ist erforderlich. Wie gesagt, das ist schwierig, an die Dokumentation ranzukommen, außer es gibt irgendwelche geliebten Dokus. Gut, man muss für die Hardware Treiber entwickeln, das ist aber überall so, wenn man mit neuer Hardware anfängt. Großer Vorteil ist, Hardwareentwicklung bleibt gering, man kann sich eher auf die Hauptaufgabe, nämlich diese Software schreiben, konzentrieren. Die Telefone, die wir dann auswählen, die wir dann ausgewählt haben, da war die Zielsetzung zum einen, sie sollten wirklich billig sein. Einfach damit jeder, der irgendwie damit etwas machen will, sich die auch leisten kann. Sie sollten auch noch verfügbar sein, das heißt möglichst noch neu verfügbar, dass dann auch noch eine Weile an diese Hardware rankommt. Und idealerweise so alt und einfach wie möglich, weil dann ist die Komplexität kleiner. Je älter die Telefone sind, meistens sind dann die Baseband-Chipsets noch wirklich auf drei oder mehr Komponenten verteilt und nicht in einem hochintegrierten Chip, in dem es wieder schwieriger wird, speziell bei Hardware-Packet, dass man mal irgendwie Probes anschließen will, überhaupt an Signale ranzukommen. Und es sollte natürlich ein Baseband-Chipset sein, für den es möglichst viel beliebte Dokumentation gibt. Die Kandidaten, die wir uns angeguckt haben, wäre einmal der Texas Instruments Calypso. Von dem gibt es beliebte Dokumentation vom Digital Baseband Teil auf Cryptom.org, das ist mittlerweile auch auf anderen Seiten zu finden. Die Analog Baseband Seite wird speziell auf chinesischen Webseiten. Dort ist ziemlich viel Aktivität im Bereich BSM. Also wenn man dort guckt, also es ist interessant, da gibt es sogar kleinere Hersteller, die so eine Art Do-it-yourself-Telefon-Module verkaufen. Und es gibt mittlerweile sogar ein komplettes Buch, was ähnlich in diesem Stil For Dummies, in dieser For Dummies-Serie gemacht ist für Telefonentwicklung. Allerdings auf Chinesisch, also das ist der Nachteil an der Sache. Aber dort wird ziemlich viel in diese Richtung gespielt. Wirklich kleine Module, an denen man dann das User-Interface selber strickt. Also man will nicht auf die ESM-Stack-Seite, sondern man möchte halt einfach irgendein Modul nehmen, möchte da sein eigenes fancy User-Interface machen, vielleicht noch ein bisschen Hardware integrieren, und solche Dinge kann man sich in China für wenig Geld bei einigen Herstellern bestellen, und auf, über diesen Weg ist dann wahrscheinlich auch relativ viel Dokumentation ins Internet gelegt. Ist das der Calypso-Chip, der auch noch ja, drin ist? Ja, das ist genau. Ein großer Vorteil von diesem Chip ist auch noch, eine ganze Weile gab es für den einen wirklich kompletten ESM-Stack für ein Telefon auf SourceForge. Das lag dort für bestimmt 4 Jahre, bis es dann
hauptsächlich durch unsere Projekte, da ist dann TI wohl drauf gekommen, damit der tatsächlich was, dann wurde es zugemacht. Aber es ist wirklich so lange schon da gewesen, dass also auch im Prinzip ein konsultierter Anwalt irgendwo gemeint hat, das kann man mittlerweile als öffentlich verfügbar nehmen, da ist es nicht mehr irgendwas, wo beliebt ist und die schnell reagiert haben, weil es einfach viel zu lange dauert. Die hat es nicht gekümmert, also selbst wenn man daraus irgendwie Wissen entnimmt, also jetzt nicht den Source Code kopiert, sondern einfach das, was ich da sehe, nachimplementiert, kriegt man kein Problem, weil es viel zu lange auf einer ganz öffentlichen Seite, SourceForge ist klar, ich meine, das ist halt irgendwo versteckt, es war halt irgendwie ein Name, der nicht so offensichtlich war. Also es hieß es nicht gerade GSM-Stack, sondern es hieß irgendwie, ich weiß gar nicht, es war ein obskurer Name, der mit diesem Telefonprojekt zu tun hatte, also irgend so ein Synonym von diesem GSM-30. Wie gesagt, da war wirklich dieser SourceForge da, man findet ihn auch noch, wenn man sucht, der ist also, es gibt noch andere Seiten, die den dann wohl kopiert haben. Nachteil beim Texas Instruments Calypso ist, dass er end of life ist. Seit ca. 2008 gibt es auch keine neueren Telefone mehr, die diesen Chip benutzen. Großer Vorteil ist es, er hat noch keinen kryptografisch gesicherten Bootloader. Heutzutage wird da ziemlich viel Aufwand von den Herstellern gemacht, speziell, also nicht, dass irgendwie Fremdfirmware reinkommt, sondern einfach, dass das Unlocking erschwert wird. Und da es ist zwar immer irgendwie ein Kampf zwischen Unlocker und Hersteller, meistens gewinnen die Unlocker, aber trotzdem für ein Open-Source-Projekt ist es natürlich einfacher, wenn man dieses Problem schon mal gar nicht hat. Ein anderer Chipsatz ist der MediaTek-Chipsatz. MediaTek ist ein taiwanesischer Hersteller von Baseband-Chipsatz. Der ist ziemlich groß, also ist bei uns jetzt wenig bekannt, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die haben im ersten Quartal 2010 95 Millionen von diesen Chips produziert und verkauft. Zielländer in erster Linie China, Indien. Diese Telefone dort haben, sagen wir mal zu 90% immer diesen Chipsatz drin. Im Moment stellt MediaTek in erster Linie GSM, GPS-Chipsätze her und verkauft die. Sie sind allerdings auch an dem UMTS-Modell am Machen. Also, da wird man auch demnächst was erwarten, weil auch in diesen Ländern wie China und Indien natürlich UMTS über kurz oder lang ein Thema sein wird. Bei den MediaTek-Chipsets findet man ziemlich viel geleakte Dokumentation wieder auf chinesischen Webseiten. Es gibt auch SDKs, die einen Binary-Only GSM-Stack enthalten. Das sind diese SDKs, die vorher schon erwähnt haben, wenn man zum ersten Mal dass man das Benutzerinterface selber modifizieren kann und halt auf dieser Ebene dort, wo dann meine die SMS ankommen, irgendwas mit diesem machen kann, selber SMS einfach abschicken kann. Also auf dieser etwas höheren Ebene spielt sich diese Sache in diesen SDKs ab. Was wirklich im GSM-Bereich passiert, liefert der Hersteller darauf nun keinen Zugriff. Für das Projekt OsmoCompTV haben wir uns für den Texas Instruments Calypso als Ausgangsbasis entschieden. In erster Linie, weil eben dieser komplette GSM-Stack verfügbar war und ich dann da eben Dinge in der geliebten Dokumentation nicht zu finden, man einfach mal nachschauen konnte, wie wird es dort gemacht. Wobei das jetzt so einfach klingt, also dieser GSM-Stack vom TSM30, das war ein GSM-GPS-Stack, nur der Stack, der Protokoll-Stack, sind knapp 500.000 Lines of Code, C-Code, dokumentiert in der Form, dass man zwar, wenn man die GSM-Spec versteht, dass man die Kommentare versteht, aber sonst keine ausführlichen Kommentare. Da wird halt dann auf entsprechende Kapitel in der GSM-Spec verwiesen. Also man kann damit was anfangen, aber es ist nicht so, dass man einfach schnell drüber liest und sofort versteht, wie das Ding funktioniert. Okay, zuerst mal kommen wir zum Namen. Die Idee war mal irgendwas zu benutzen, was nicht wieder mit Open anfängt. Bei OpenBTS, OpenBSC, also kam dieses OsmoCom raus, Abkürzung für Open Source Mobile Communication, BB Baseband. Ja, so ist es halt, dieser Name wurde jetzt gewählt, er war zumindest noch frei und deswegen dieser etwas exotisch klingende Name. Die Idee war, dass man wirklich den kompletten GSM-Stack für dieses Telefon implementiert, und zwar die gesamten Schichten durch, Layer 1 bis 3, das ist im Prinzip nicht das OSI-Modell, aber es ist das Modell, was in der GSM-Welt benutzt wird, dass man Treiber schreibt für die Baseband-Chipsets, dass man möglichst einfaches User-Interface auf dem Telefon hat und fürs Debuggen und Entwickeln ein etwas umfangreicheres User-Interface auf dem PC. Die Softwarearchitektur, wie wir sie verwenden, es wird relativ viel Code von OpenBSC wiederverwendet, weil es ja bestimmte Routinen einfach gibt, die in GSM immer irgendwo identisch sind, sei es die bestimmte Messages zu parsen. Solche Codes, dieser Code wird wiederverwendet sinnvollerweise, da gibt es dann eben auch die libosmo-Code dafür.
bei der Entwicklung, als wir angefangen haben, war die Idee, dass wir wirklich möglichst wenig Code ins Telefon laden, einfach aus dem Grund, dass es schnell geht, dass es noch in den RAM passt, dass wir gar nicht erst irgendwie flashen müssen. Über den Weg können wir auf dem PC den Hauptteil der Software laufen lassen, also speziell die Kontrolle oder den gesamten Stack, der läuft im Moment auf dem PC. Der Vorteil ist, dass ich halt hier wesentlich einfacher debuggen kann, ich habe den großen Bildschirm. Und im Telefon läuft im Moment lediglich das Layer 1. Layer 1 ist im Prinzip das Interface zur RF-Hardware. Also ich sage, ich möchte irgendwie einen GSM-Burst schicken, ich möchte was empfangen. Das Ganze ist so geschrieben, dass es jederzeit aufs Telefon übertragen werden kann. Treiber für den NAND-Flash gibt es bereits. Also das heißt, es ist eigentlich nur ein kleiner Schritt dann, wenn der Code mal so weit fertig ist, dass man den wirklich komplett im Flash des Telefons laufen lässt. Vorteil mit dem jetzigen Ansatz, nur den RAM zu laden, ist auch der, wenn mal irgendwas schief geht, ich schalte das Telefon aus oder tue zur Not die Batterie raus und das Ding ist wieder im Originalzustand. Also das heißt, man kann eigentlich wirklich nichts kaputt machen. Diese Schnittstelle, die da zwischen der Telefonseite und der PC-Seite läuft, die kann auch mal von anderen Anwendungen benutzt werden. Das ist im Moment, gab es ein oder zwei Implementierungen, in denen speziell GSM-Sicherheitslücken damit auch demonstriert wurden. Und es ist also weniger, es ist weniger nützlich, um jetzt vielleicht irgendwie eine tolle Telefonsoftware zu schreiben, aber es ist für Sicherheitsuntersuchungen interessant, weil ich einfach bestimmte Dinge machen kann. Es gibt eine Denial-of-Service-Attack zum Beispiel für GSM-Zellen, die kann man über diese Schnittstelle implementieren. Solche Dinge also im Sicherheitsbereich werden dafür wird die verwendet. Protocol Tracing ist wieder Wireshark. Da wird das GSM-Type-Interface benutzt. GSM-Type ist lediglich ein DB-Port, der mit einer bestimmten Nummer einfach auf diese Messages horcht und die dann entsprechend in Wireshark als GSM-Pakete dekodiert. Ist auch offen verfügbar, das ist im Prinzip diese Schnittstelle, die ich vorher schon erwähnt habe, die auch von den anderen Projekten verwendet wird. Speziell von der Telefonhardware, die wir unterstützen, also im Moment ist es wie gesagt der Texas Instruments Calypso. Das ist ein Chip aus, der Calypso ist der Hauptchip. Es gibt noch zwei weitere Chips, das zeige ich nachher noch im Blockdiagramm. Wir haben erste Experimente mit diesem MediaTek-Chip gemacht. Was da vielleicht noch ganz interessant ist, das ist jetzt erst in den letzten paar Wochen irgendwo passiert. Es gibt einen MediaTek-Chipsatz, der auf einem ARM9 basiert, in dem also auch eine Linux reingebracht werden kann. Und da hat ein Entwickler, unabhängig von der GSM-Seite, der hat für diesen Chip bereits Linux und U-Boot am Laufen, also LCD-Treiber, diverse andere Dinge. Allerdings noch keine Ansteuerung von der GSM-Seite. Das ist dann etwas, wo wir uns auch in Zukunft drum kümmern wollen, so die finale Idee. Also wann das dann fertig sein wird und ob das mal passiert ist, was anderes ist, dass man eventuell wirklich den GSM-Stack in den Kernel bringt und irgendwann mal auf Mainstream dann. So wie jetzt der Deck-Stack vor einer Weile reingekommen ist, ein GSM-Stack noch reingekommen. Wie gesagt, ob es passiert, wissen wir nicht, aber da wäre zumindest die Hardware echt ideal, weil das ist Telefon-Hardware, die kostet, neu kosten diese Telefone irgendwo zwischen 50 und 100 Euro, diese Telefone, die auf diesem NT6235 mit dem ARM9 basieren. Und es ist auf jeden Fall recht interessant. Es ist auch schon recht interessant, wenn man sich gar nicht für GSM interessiert, relativ günstige Hardware zu bekommen und da einfach mal mit dem ARM9 und Linux experimentieren zu können. Also auch wenn man die GSM-Seite nie anrührt. Der Rest ist im Prinzip ein Standard-Mikrocontroller mit einem Haufen Peripherie. Wenn ich aber nichts am GSM-Bereich mache, dann fange ich auch nicht an zu senden. Also das heißt, dann habe ich im Prinzip ein ARM-basierendes Entwicklungsboard mit einem schönen Display, je nach Telefon, Tastatur. Es ist irgendwo ein Vibrationsmotor, ein Mikrofon und so weiter. Also für kleinere Spielereien ist es unter Umständen ganz interessant, weil eben die Hardware, gerade diese chinesischen Telefone, sehr, sehr günstig ist. Aktuell an Telefonen benutzen wir von Compal Motorola eine Serie von diesen C11 irgendwas Telefonen. Compal ist ein chinesischer Hersteller, der hat für Motorola diese Telefone gebaut. Ich meine, das ist so ein nicht besonders tolles, ganz normales Feature-Telefon, wie es halt vor einigen Jahren üblich war. Kein Smartphone, in dem Fall hat es ein Schwarz-Weiß-Display, die Modelle, das 155, das hat ein Farbdisplay. Da ist nicht sehr viel dran, es kann SMS verschicken, das 155 hat noch GPS-Unterstützung, aber ansonsten ist es ein simples, einfaches Telefon. Kostenpreis, Kostenpunkt von dem hier neu bei eBay 20 Euro. Also kriegt man immer noch neu, ist also auch kein Problem, noch für eine Weile diese Hardware zu bekommen.
Was wir auch unterstützen, da ist allerdings ein bisschen weniger gemacht, ist das WSM-Modem vom OpenMoco, weil da eben, wie gesagt, der die Calypso-Chip auch drinnen ist. Interessant beim OpenMoco ist es halt dann, dass ich auch diese gesamte PC-Seite, die ich im Moment, also im Moment schaut die Entwicklung im Prinzip so aus, ich habe mein PC, ich habe mein Telefon, ich kann das auf dem OpenMoco-Prozessor laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem, die ARM Toolchain läuft auch dort, das haben wir also auch schon ein paar Entwickler ausprobiert, nur da ist im Moment ein bisschen wenig Aktivität in dem Bereich, aber ich könnte im Prinzip jetzt schon wirklich komplett auf dem OpenMoco-Telefon die PC-Seite und die Telefonseite ablaufen lassen und damit dann irgendwelche Spielereien damit machen. Grundsätzlich handelt es sich bei diesen anderen Telefonen, jetzt bis auf diesen speziellen MT6235, um Telefone, die auf einem ARM7 basieren. Also ARM7 keine MMU, also Linux Support an der Stelle nicht möglich, beziehungsweise auch meistens viel zu wenig Speicher, um sowas machen zu können. Hier ist mal so ein Überblick über diesen Texas Instruments Calypso Chipset. Man hat auf der linken Seite das eigentliche Digital Baseband. Das ist ein ARM7 basierender Microcontroller. Zusätzlich hat das Ding noch einen DSP-Core, der ist eigentlich klassisch bei diesen ganzen Telefonen, auch 3G, ist immer irgendwo noch ein DSP-Core mit drin, der die gesamte Signalverarbeitung macht. Dazu muss man sagen, Signalverarbeitung, das ist wirklich eine Blackbox an der Stelle. Also Signalverarbeitung, der DSP bekommt seinen Code vom ROM. Das ist auch bei fast allen anderen Telefonen so. Code ist da keiner verfügbar. Man hat also wirklich eine Blackbox, der man irgendwo sagt, empfange das mal, dekodiere das, mach die Fehlerkorrektur, sonstiges. Das macht wirklich dieser DSP. Da hat man leider keinen Zugriff. Kann von Vorteil sein, weil es einfach funktioniert, wenn man da was machen will. Es gibt ein paar, es gibt um Osmocom.bb auch Ansätze, da dieser DSP relativ viel RAM hat, dass man dort wirklich den Code Reverse Engineering sich anschaut, was da ist, selber Code reinbringt. Also wenn jemand in die Richtung Spielereien machen will, das sind Aktivitäten da. Nur für unsere Seite, jetzt diesen WSM-Stack, nimmt man es einfach als gegeben hin. Also alles, was Signalverarbeitung irgendwo ist, macht dieser DSP. Das macht er aber auch nicht nur beim TI Calypso, das macht er auch bei anderen Chips. Das MediaTek ist es genauso, auch bei heutigen 3G-Chipsets von Qualcomm für UMTS. Die gleiche Sache, man hat immer irgendwo einen DSP-Code, kommt meistens aus Norm, weil das ist das gewisse, ja, es ist IP von den Herstellern, das geben die auch nicht preis. Das ist dann, wie gesagt, dieser klassische Microcontroller mit DSP-Kern. OMAP ist ja auch im Prinzip so eine Basis, also die OMAPs werden zum Teil auch für Mobiltelefone verwendet. Daneben kommt der Analog-Baseband-Teil. Das kann man sich so vorstellen, das ist im Prinzip der Digital-Analog-Wandler, der sozusagen die Schnittstelle zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt darstellt. Der Transceiver-Chip, der mischt dann dieses analoge Baseband-Signal hoch zur eigentlichen RF. Dahinter gibt es einen Verstärker, der dann das Signal verstärkt, der Antennenschalter, wo einfach zwischen Empfang und Senden umgeschalten wird. Also das ist so vereinfacht mal das klassische Bild. Diese drei Chips, das sind die drei Chips, die jetzt bei dem Texas Instrument Calypso noch schön getrennt sind. Das heißt, man kann auch mal zur Not an den Signalen dazwischen irgendwas messen, wenn es erforderlich ist. Ist das Bild von der Rückseite von der Platine, dieses CR123. Da sieht man also, kann man mal schön die entsprechenden Chips sehen. Der Vorteil hier bei dem Chip ist, man kann hier wirklich noch Drähte anlöten und mal was messen, wenn es richtig ist. Also es ist kein Baulkit Array, das heißt, es hat Vorteile. Ansonsten, was vielleicht noch ganz interessant ist, Verbindung zum PC, man wundert sich, wie das geht. USB-Anschluss ist keiner da, das geht über ein Headset, Serial Connector, weil bei OpenMoco kennt man es. Das ist aber eine klassische Sache, die sehr viele von diesen chinesischen Telefonen machen. Man hat irgendwo einen Umschalter, der zwischen UART und dem eigentlichen Headset umschaltet. Und je nachdem, wie ich den PIN lege, komme ich über den Headset an die serielle Schnittstelle oder eben ans Mikrofon oder an den Kopfhörer. Das ist also nicht mal etwas, was OpenMoco sozusagen so speziell gemacht hat. Das wird bei extrem vielen chinesischen Telefonen gemacht, also speziell bei denen, die einfach keinen USB-Anschluss haben. Da hat man einfach den bereits vorhandenen Headset zweckentfremdet für diese Dinge. Pinlegen heißt das reinlöten oder? Nee, da ist ein. Mehrere Transistoren also sind dort irgendwo drin. Ja, genau. Das heißt, im Boot-Modus, wenn er hochkommt, ist der auf den Uhr-Modus geschalten und dann die eigentliche Firmware schaltet später auf Headset um. Man merkt es bei dem Telefon, auch wenn man da irgendein Spielchen macht und man hat den Headset dran, wenn es den hochfährt, hat man teilweise ein komisches Knacken, weil er da kurz mal an der Uhr was triggert. Das kommt also vor.
Aber so läuft das, also kurz danach schaltet die Firma sofort um, aber wenn er einschaltet, schaut er erstmal, ist da irgendwas, ist jetzt der Bootloader oder die PC-Seite da und will ihm die Software rüberschicken. Wenn die das macht, dann bleibt er auf Urlaub-Modus und dann kann ich also wirklich komplett in dieses Telefon meine eigene Software einspielen. Der aktuelle Status von Osmocom ist, diese Treiber für die drei GSM-Chipsets, die sind ziemlich vollständig. Es gibt Treiber für Audio und Sprache, wobei jetzt im Moment der Schwerpunkt auf Audiosprache nicht so groß war. Also die ursprüngliche Idee war es eigentlich, dieses Tool für Sicherheitsuntersuchungen herzunehmen. Das heißt, Sprache ist in dem Bereich nicht unbedingt erforderlich. SMS dafür eher, weil da kann man wieder, da ist wieder davon auszugehen, dass es unter Umständen Schwachstellen auf der Netzseite gibt. In Layer 1 ist die RF-Sache, das sind jetzt hier Details, die aus der GSM-Seite irgendwo kommen. Es ist ziemlich komplett, also Frequency Hopping wird unterstützt, Senden, Empfangen, klar, sonst kommt man nicht weiter. Diese automatische Leistungsregelung ist da. Im Layer 2, das ist dann die nächste Schicht, das ist sozusagen dieses LabDM-Protokoll, das ist auch ziemlich komplett. Geht ein bisschen schneller drüber, was wie gesagt sehr GSM-spezifisch ist. Layer 3, das ist dann sozusagen die Seite. Der GSM-Stack hat auch verschiedene Schichten. Das RR ist dieses Radio Resource Management, MM ist Mobility Management, CC ist die Call Control. Diese Dinge sind implementiert. Das ist eine Sache, die komplett auf dem PC im Moment läuft, die man wie gesagt aber ins Telefon schieben kann. Nur auf dem PC lässt sich halt sehr einfach debuggen. Cell Reselection ist da, Sprachverbindungen funktionieren. Das sind jetzt hier wieder ein bisschen spezielle Dinge aus der GSM-Nomenklatur. Wir können die SIM im Telefon benutzen, die A5.1, A5.2-Verschlüsselung ist da und verschiedene Codecs für die Sprache. Was noch nicht funktioniert, der Kartenleser wird noch nicht komplett unterstützt. Da gibt es ein paar Dinge, die man noch machen müsste. Im Layer 1, also auf der RF-Seite, wir machen noch keine Nachbarzellenmessungen, das ist im Moment, da das Testen irgendwo vom Tisch stattfindet, auch nicht so relevant, weil ich mich eigentlich nicht bewege. Spätestens wenn ich das mal im Mobil mache, im Auto mache, muss das rein, weil ich dann ganz einfach, wenn die Zelle, die aktuelle zu schwach wird und ich komme in eine stärkere Zelle, muss ich automatisch wechseln. Das gleiche ist Handover innerhalb einer Verbindung, das ist auch eine Sache, die ist dann erforderlich, wenn ich mich bewege. Wie gesagt, wenn ich von zu Hause teste und damit entwickle, vollkommen irrelevant. Das User-Interface auf dem Telefon ist im Moment sehr minimal, weil wir wie gesagt alles auf dem PC irgendwo machen. Auf dem User-Interface auf dem Telefon wird halt gerade mal angezeigt, was für eine Firmware reingeladen ist. Es sind aber Display-Treiber da, also wenn man da mehr machen will, man könnte jetzt jederzeit hergehen, dieses Telefon nehmen, den GSM-Teil weglassen und einfach ein Spiel programmieren. Die Tasten und alles wird unterstützt, LCD-Treiber komplett, aber das ist im Moment zumindest nicht unsere Zielsetzung. Zirk Switch Starter, GPS ist nicht da, wobei der Calypso könnte es, aber das ist eine größere Sache. GPS ist eigentlich nochmal ein komplett paralleler Stack zu GSM. Also wenn man das einmal einbauen will, da hat man nochmal einiges zu tun. Klar, für diese ganze Sache gibt es keinen Treiberprüfel, aber nachdem das alles im Moment im Mensch stattfindet, wenn ich damit telefoniere, irgendjemand kommt und sagt, was machst du da? Ich schalte aus, die Information im Heim ist verloren und das ist für das normale Telefon, wen interessiert es? Also es ist im Moment überhaupt kein Thema. Zur legalen Seite vielleicht noch was, mit den eigenen Testnetzen, also wenn jemand sowas machen will, für GSM 1800 bekommt man ganz offiziell bei der Bundesnetzagentur Testlizenzen. Die kann man beantragen, ich bekomme eine Lizenz für ein Jahr für knapp 130 Euro. Dann kann ich im GSM 1800 Bereich, bekomme ich einen Upscan zugewiesen und kann dann in dem wirklich arbeiten. Ich bekomme eine bestimmte Leistung zugewiesen, die ich benutzen darf. Das heißt, ich kann dann wirklich ganz offiziell auch von der Telefonseite mich mit meiner eigenen Nano-BTS oder USAP oder was auch immer in diesem Bereich verbinden. Ich bin also an der Stelle wirklich auf der legalen Seite, auch auf dem Kongress. Wenn wir dieses Jahr wird auch wieder ein Netzwerk sein, wir beantragen da jedes Mal eine Testlizenz. Wie gesagt, die bekommt man. GSM 1800 allerdings nur. 900 ist so schmal, da ist wirklich alles an die Operator vergeben. Aber 1800 ist kein Thema. Niederlande ganz interessant, die haben den GAP-Bereich, Decktfeld ins GSM 1800 hinein, da haben die freigemacht, da bekommt man, den kann man lizenzfrei benutzen. Wenn ich also in diesem Bereich einen Upscan benutze, mit meiner Leistung dort bleibe, wo diese, ich glaube, es sind 100 Milliwatt, was man benutzen darf, muss ich nicht mal eine Lizenz beantragen, kann eine GSM-Zelle eine eigene aufsetzen. Gut, eine Zusammenfassung. Kontrollsprachkanäle gehen mit Osmocom DB. Dadurch, dass man Kontrolle über diesen
Synthesizer hat, der im Prinzip die Frequenz festlegt, hätte man auch Möglichkeiten an Bereiche ranzukommen, für die das Telefon nicht gedacht ist. Speziell GSM-R für R für Railroad. Railway, die haben Eisenbahn, hat ihr eigenes GSM-Netz. Das ist ein paar Megahertz unterhalb von den normalen Bereichen. Normales Telefon geht da nicht drauf, aber dadurch, dass wir die Kontrolle selber haben, dieses Telefon kann es von der Speck her, der Chipsatz könnte man auch dort mal zumindest gucken und spielen. Man kann beliebige Nachrichten auf den Kontrollkanälen schicken. Diese beliebigen Nachrichten sind speziell interessant, wieder Sicherheitsuntersuchungen, weil ich wirklich Dinge ans Core-Netzwerk oder an die BTS schicken kann, die, für die es eigentlich nicht gedacht ist. Im Normalfall macht das wenig Sinn, wenn ich jetzt irgendwo mich hinstelle und da wild irgendwie drauf losschicke, weil ich mitkriege, was passiert. Aber teilweise haben die Operator auch Interesse daran, dass man mal bei ihnen im Labor Tests macht, damit die mal sehen, wie empfindlich ihr Core-Netzwerk ist. Also das sind auch immer wieder durchaus Anfragen da. Sprachverbindungen gehen. In unserem Testnetz haben wir Sprachverbindungen gemacht und es sind auch schon ins echte Netz Verbindungen gemacht worden. Wobei, wie gesagt, wenn mich jemand rechtlich danach fragt, dann weiß ich davon nur, dass es so angeblich geschehen ist. Also es ist eine Frage, ob man es darf oder nicht. Das ist rechtlich irgendwo schwierig. Auf der einen Seite ist es ein Telefon, was die Zulassung hat. Erstmal hat die Hardware eine Zulassung. Wenn ich dort eine eigene Software reinbringe und immer und niemanden störe, dann ist es egal, ob meine Software jetzt einen Type-Approval hat. Sie benutzt das Telefon im regulären Weg. Aber im Prinzip will man sich natürlich nicht irgendwo drauf anlegen. Also wir werden zwar relativ sicher auch auf dem Kongress jetzt in Berlin wieder Telefonanrufe auch ins öffentliche Netz vorführen, aber wie gesagt, rechtlich verbindlich ist es ein bisschen unklar. Sehr wahrscheinlich ist es kein Problem, weil wie gesagt, die Hardware ist abgenommen. Die Hardware ist ja nicht verändert. Wir haben ja nichts dran gelötet. Wir haben ja nur eine eigene Software eingebracht. Hier sind noch ein paar Links und noch ein paar Danksagen, speziell Harald Welte. Das ist derjenige, der dürfte ja hier den meisten bekannt sein, der auch bei diesen Projekten ganz vorne immer mit dabei ist. Das heißt jetzt OpenBSC oder OsmoCombi-B. Andreas Ebersberg, das ist, weiß nicht, ob jemand auf den Kongressen die Linux Call Router Sache zum Beispiel kennt. Die Anbindung dort über Linux Call Router, das ist ein Projekt von ihm, er ist für diesen kompletten GSM-Teil auf der PC-Seite eigentlich zuständig. Er hat das mal mehr oder weniger in ein paar Monaten so nebenher immer in der Freizeit geschrieben. Ja, und dann noch einer der wenigen aus dem Ausland, Sylvain Monod aus Belgien. Das ist im Prinzip so der aktive Kern im Moment, was man kombiniert. Wir wären froh, wenn da mehr Leute mitspielen würden, umso schneller kommt dieses Projekt natürlich voran. Ein bisschen das Problem scheint zu sein, dass eben diese Spezifikation doch eine gewisse Komplexität hat. Also wir merken es auf den Mailinglisten immer wieder, ein gewisses Anfangsinteresse ist da, dann stellt man fest, oh, dann muss ich ja doch einiges lesen, dieses lesen, jenes lesen, das ist kompliziert und dann ist meistens nach einer Weile wieder Ruhe. Das ist ein bisschen schade, weil das Projekt ist noch lange nicht so, dass man sagen kann, da ist ein Ende erreicht. Also wenn da jemand tief einsteigen will mit GPRS, da hat man eine Aufgabe, dass man noch für Monate beschäftigt. Also es ist nicht so, als ob man mal werden könnte. Okay, irgendwelche Fragen? Also du hast gerade eben erwähnt, dass auch schon Anfragen von Netzbetreibern oder sowas gab, oder wie ist euer Verhältnis jetzt zu denen? Also kriegen die jetzt langsam Angst, dass irgendwie ein paar... Also von unserer Seite jetzt mit dem, was wir jetzt mit diesem Projekt machen, eigentlich wenig. Die Netzbetreiber, die haben mit uns ein sehr gutes Verhältnis, es kommen noch Anfragen, speziell von der Sicherheitsseite, die merken, dass wir da auch irgendwo auf sicherheitsbezogenen Kongressen werden zum Teil auch diese Attacken vorgestellt. Ich habe das jetzt heute nicht gemacht, weil es wahrscheinlich zu speziell geworden wäre. Das sind Anfragen da, dass die dann wirklich mal sagen, zum einen kommt doch mal bei uns vorbei, wir wollen im Labor mit unserem Equipment mal testen. Die haben natürlich auch Zellen, die im Prinzip mit dem Faraday-Käfig, wo man wirklich testen kann, ohne dass es irgendwie rausgeht, um mal zu schauen, wie verhält sich unser Netz. Auf der anderen Seite sind die auch interessiert, dass die mal unabhängig von den eigentlichen Herstellern auch mal Sicherheitsschulungen bekommen. Also da sind auch durchaus Anfragen da, dass man mal sagt, wie geht ihr an diese Sachen ran? Weil, wie gesagt, diese ganze Gesellschaft ist ziemlich geschlossen. Da wird die Hersteller haben was mit den Netzbetreibern zu tun und umgekehrt. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt kaum unabhängige Instanzen. Es geht sogar so weit, was man so hört, selbst das BSI hätte großes Interesse an einer unabhängigen Untersuchung zur GSM-Sicherheit. Wenn die Operator oder bei den Herstellern fragt, dann kriegt die natürlich von dort Angebote. Der Hersteller Siemens bietet an, dann ihnen zu erklären, wie sicher ihr Equipment ist. Aber das macht für die keinen Sinn. Also die finden sowas nicht. Deswegen ist da ein großes Interesse, dass man mit Leuten außerhalb dieses geschlossenen Vereins irgendwo zusammenarbeitet, die da Dinge machen.
Und die, deswegen ist eigentlich dieses Verhältnis recht gut. Speziell, wo die Operator ein bisschen Bedenken haben, das ist, oder wo die meisten Probleme eigentlich sehen, das ist diese Sache mit der gebrochenen AF1-Verschlüsselung. Es ist wirklich so, man geht mit dem USRP hin, man kann den Netzwerktraffic irgendwo mithören. Es gibt diese Rainbow Tables, das ist diese vorausberechneten Tabellen, die von ESA Labs in Berlin und dieses Team um Carsten Noll da berechnet worden sind. Die kann ich jederzeit bekommen, das ist knapp 1,5 Terabyte. Die Festplatten werden zum Bezugspreis verkauft, also ich bestelle dann die Platte für, was weiß ich, keine Ahnung, was kostet eine 1,5 Terabyte, 130 Euro irgendwas. Kriege ich die Platte komplett mit den Rainbow Tables, damit ich sie hier downloaden muss. Und dann kann ich, wenn ich ein bisschen Wissen noch zu GSM habe, in üblicherweise in 20 Sekunden so einen Schlüssel brechen, kann also meine Aufzeichnung, die ich jetzt von einem Gespräch irgendwie gemacht habe, mir dann nachträglich entschlüsseln und anschauen. Wir haben es bewusst an der Stelle so gemacht, es ist kein Klick-Ubuntu-Tool, einfach nur klicken, fertig läuft, sondern man braucht gewisses Wissen. Es ist aber bewusst so gemacht, damit halt nicht jeder daherkommt und diese Tools benutzen kann. Es ist auch so, speziell aus der Szene, sei es Mafia, sei es irgendwelche Regierungen, die abhören wollen, kommen auch Anfragen, die hätten sowas gerne, aber da ist kein Interesse von unserer Seite, so offen bleiben. Und deswegen wollen wir auch noch schauen, dass eine gewisse Schwelle da ist. Wenn jemand so ein fertiges, professionelles Abhörtool bauen will, dann muss er noch was machen. Diese Tools gibt es auch zum Kaufen. Was wir so hören, ist dieser Preisrange 300.000, 400.000 Euro aufwärts. Dann kriege ich sowas fertig. Aber das kriegt man schon eine Weile. Das ist seit 2 Jahren sind solche Dinge, oder seit 3 Jahren sind die offen. Siemens verkauft das ja auch in Soße. Ne? Gut, Siemens macht jetzt diese Crack-Tools nicht, da ist Siemens nicht drin. Aber die Abhörtechnik zumindest. Die Abhörtechnik wird verkauft. Aber wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, dass man da öffentlich einfach mal Druck macht auf die Hersteller, führt den besseren Algorithmus ein. Das ist irgendwie speziell bei der Verschlüsselung das Ziel. Wie viel von deiner Arbeit ist denn dann für USRP mal sinnvoll, falls die so weit sind, dass sie irgendwann auf Frequenzebene. Du meinst das USRP, das auch gehört? Nee, überhaupt. Also, dass man in den Osmocom-Stack zum Beispiel sagt, naja, ich nehme jetzt unten das, was die DSP-Publikation, würde ich jetzt auch nochmal rausnehmen und sagen, ich möchte jetzt eigentlich nur das zusammen mit Software Control Layer verheiraten. Wie viel von dem, was Osmocom BB ausmacht, ist spezifisch jetzt auf die DSPs? Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir bei dem Telefon im Prinzip diesen DSP mit dem Blackbox-ROM sozusagen einfach benutzen. Ja. Diesen Teil müsste man reimplementieren. Also grundsätzlich mit OpenBTS hat man jetzt mal die Sendeseite. Damit könnte man das schon tun. Bloß von unserer Seite ist es so, der USRP, wenn ich den komplett mit Sender-Empfänger kaufe, dann bin ich da immer noch bei, ich weiß es nicht, 1000 Euro allemal. Mit dem Telefon mit 10 Euro oder 20 Euro funktioniert es auch. Also von unserer Seite ist im Moment die Motivation nicht da, Zeit da reinzustecken, weil es bringt nicht mehr. Wir kommen, wenn wir das jetzt auf die USRP bringen, sind wir am gleichen Punkt. Wir können mit dem Netzwerk telefonieren, das können wir aber mit dem Telefon auch. Wenn man es rein von dem Interesse mal sieht, ich möchte da jetzt mit der Signalverarbeitung mich beschäftigen oder ich möchte da an den Algorithmen mal spielen, dann macht es Sinn. Soweit ich weiß, haben Leute da, allerdings sind es Tools, die irgendwo zum Teil an Unis nicht veröffentlicht werden, schon ein bisschen experimentiert. Man müsste dieses Layer 1, also Layer 2, 3, das was auf dem PC läuft, das könnte man komplett wiederverwenden. Weil wir nehmen im Moment das Telefon mit Layer 1 einfach über eine Schnittstelle, eine definierte Schnittstelle steuern wir das vom PC an. Wenn ich da mein USRP hinhänge, den an irgendeiner Stelle da kompatibel mache, dann kann ich alles, was im Moment auf dem PC läuft, also alles Layer 2 aufwärts, wiederverwenden. Aber es ist ziemlich sicher relativ viel Arbeit. Ja. Es geht schon damit los, dass der USRP im Normalfall nicht diese genaue Glocke hat. Wenn ich also jetzt so ein Signal, wenn ich mich auf so eine Zelle synchronisiere, ich muss den Oszillator nachregeln. Das habe ich hier relativ einfach. Der DSP gibt mir eine Frequenzkorrektur, ich steuere mehr oder weniger meinen Oszillator entsprechend an und es passt. Beim USRP habe ich im Default-Zustand einen Glock drin, der einfach zu sehr abweicht. Ja. Das heißt, da habe ich nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu steuern. Da muss ich also schon mal umbauen. Machbar, ja, aber ich würde sagen, Aufwand 2 Monate aufwärts Minimum. Also Fulltime dann, so gefühlt. Ja. Gut. Nachdem wir eh schon zeitlich relativ knapp dran sind. Genau. Vielen Dank erstmal. Na,
nachdem wir jetzt, ja, wie gesagt, schon so ein bisschen nach unserer Mittagspause sind, wir können jetzt wieder gleich weitermachen oder wir machen 45 Minuten Mittagspause. Um 14.50 Uhr, Punkt 14.50 Uhr erzählt Nikolaus dann was. Genau. Rechtzeitig wieder da sein. Es gibt eigentlich in der ganzen Amalienstraße dahinter alles Mögliche. Was ich ganz hier empfehlen kann, ist die Hobbit-Boutique, die ist vor dem. Über die Kreuzung auf der rechten Seite dann irgendwann mal, Hobbit-Dönisch, alles Mögliche, ganz gut. Ansonsten, Tengelmann, falls jemand das sucht, ist quasi hier vorne bei der Kreuzung erstmal links und dann rechts in die vierte Straße wieder rein. Mit seiner Lebensstraße hier. Sonst, wenn ihr was bestimmtes tut, können wir jetzt machen. Genau, ich sperre hier zu, sobald alle draußen sind. Wir sind auf jeden Fall wieder. Thank you.